Ich rede in die Kamera oder zu dir? Zu dir. Gut. Soll ich? Und Action. Olli, wie war das jetzt für dich, mit so vielen Zitaten aus 42 Jahren des Schaffens konfrontiert zu werden? Ist auch immer für einen selber wieder ganz interessant zu hören und zu lesen, was man da so alles gesagt hat. Aber ich kann es ja nur so sagen, stimmt ja alles. Ich kann mich auch an alle Zitate eigentlich erinnern. Ja, das war herrlich im Synchronstudio. Wir haben dann nur Unfug gebaut. Wir wurden ja immer zusammen aufgenommen und haben dann natürlich auch ganz viel Mist gebaut und die Aufnahmen torpediert. Mir hat das Spaß gemacht. Es ist wirklich großartig, was für Zitate da zusammengesammelt wurden. Aber ich muss sagen, zwei riesengroße Fehler sind drin. Erstens, meine erste Hörspielrolle war nicht Gaius ist ein Dummkopf, sondern von Ruth Scherbart 1973 Vier kleine Ferkelchen. Und zweitens, nicht nur Olli und Jens waren damals bei den Montagsmalern, auch ich war bei den Montagsmalern. Was auch ganz toll war, was ich noch nie vorher gesehen hatte, war, dass Frau Körting einen Affen im Schlafzimmer hatte. Und in diesem Schlafzimmer haben Olli und ich auch immer übernachtet. Der Affe hat dann während der Nacht unheimliche Geräusche von sich gegeben. Es haben sich ein paar Einstellungen, finde ich, bei mir verändert. Also ich hatte damals, als wir das erste Mal auf Tour gegangen sind und mit diesen Massen an Menschen konfrontiert waren, wirklich ein bisschen Angst davor. Und das hat sich schon geändert. Das sind natürlich Erfahrungen über die letzten Jahre, die wir gesammelt haben. Und ich bin da viel entspannter. Die drei Fragezeichen ist eine Art Coca-Cola. Ein Produkt, wo man weiß, was man bekommt, wenn man es kauft. Eine spannende Geschichte vor allen Dingen, hoffen wir. Aber eben ohne Blut, ohne zu viel Gewalt und ohne Fäkalsprache. Und das ist ja eigentlich etwas ganz Besonderes. Man erlebt ein bisschen Spannung auf einem erträglichen Niveau, also Gewaltniveau. Und am Ende wird man mit einem schönen Happy End und einem Abschlusslacher belohnt.